Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Servervorstellung und heute mal von dem Server Cultcraft. Der sieht erstmal schon ultra cool aus. Ich werde euch jetzt erstmal die IP hier reinschreiben. Das ist nämlich cultcraft.de. Das ist ein sehr vielseitiger Server. Das werde ich euch gleich zeigen. Vorneab werde ich euch das jetzt hier erstmal sagen. Ich zeige das jetzt hier gerade in der Nacht, weil der Server offen. Da regnet es entweder oder es ist immer Nacht oder. Die Supporter können das irgendwie auch nicht umstellen, angeblich, aber ist mir jetzt auch egal, dann zeige ich den Server jetzt einfach bei Nacht. Ist besser, als wenn ich das jetzt im Regen zeige. Also man spawnt erstmal da im Rathaus, glaube ich, weiß das gar nicht mehr, aber da ist auf jeden Fall der Spawn gesetzt. Ich wollte euch aber erstmal das hier zeigen, weil das sieht ultra cool hier draußen überall so aus. Hier, das sieht richtig schön aus, hier so, oh ja, ja, man hakt hier erstmal schön rum. Hier steht auch Cultcraft und, sieht auf jeden Fall hier schon mal richtig schön aus, da hinten auch, ist so, das ist ein Diamant, das sieht auf jeden Fall hier richtig cool aus. Der Server, ich bin hier gerade auf der 1.8 drauf, ich weiß nicht, ob es den für die 1.7 gibt, müsst ihr mal versuchen. Ich werde jetzt auch, wenn es jetzt zum Beispiel schon die Minecraft 1.9 gibt, ich werde jetzt nicht mehr in Titel reinschreiben, für welche Version der Server ist, weil irgendwann habe ich so viele Servervorstellungen und wenn dann einmal es ein Minecraft-Update gibt, sitze ich da so lange dran, ne? Jeden Titel von jedem Video immer das Ganze umzuschreiben, ist halt super umständlich und deswegen habe ich gedacht, ich lasse das einfach, ihr könnt auch einfach, ausprobieren, für welche Version es diesen Server gibt. Momentan ist es für die 1.8 und hier steht dann erstmal, wenn man im Reisebüro ist, herzlich willkommen, Yamatilp auf Cultcraft, du befindest dich im Reisebüro, lies unten. So, hier ist einmal die Homepage, Teamspeak, die Homepage und Teamspeak, das werde ich euch auch in die Beschreibung packen, dass ihr da auch direkt zugreifen könnt und auch den Minecraft Server EU Link, da stehen nämlich auch nochmal, was es so für Freebuild und was da man da genau machen kann und sowas, das ist auch richtig cool. Mehr Infos guck hinter dir. In diesem Haus findest du Warp-Schilder, diese Warps führen ins Freebuild oder zu Städten etc. Dort kannst du bauen. Home, Sets machst du mit Set Home und Spawn mit Spawn. So, Vote-Liste wurde resettet, Vote-List. Man kann hier auch auf diesem Server voten, angeblich kann man fliegen, hat hier gerade jemand im Chat geschrieben, ob stimmt, weiß ich nicht. Aber ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, hier steht nochmal, wo die ganzen Warps sind. Hier in der oberen Etage sind hier sonstige Warps. Und die Farmbereiche, Nether, End und Farm. Und hier sind noch ein paar Freebuilds, Wüste und Savanne. Und in der unteren Etage sind auch noch, sind die ganzen Freebuilds eigentlich. Ich habe schon mal einen Server vorgestellt, wo das so aufgebaut ist wie hier mit den Freebuilds. Dass da so eine extra Ecke dafür ist und, dass da halt dann diese Freebuilds sind. Hier ist zum Beispiel die Heide, wenn man jetzt hier hingeht zum Beispiel. Dann kommt man, oh, hier ist das wieder alles schön. Hier laggt das auch überhaupt nicht mehr. Eben hat es da irgendwie so leicht gelaggt. Hier laggt das gar nicht. Ja gut, wahrscheinlich, weil da so viel gebaut ist. Hier sind halt diese Freebuilds. Verantwortliche, gut. Sucht euch einen freien Platz zum Bauen. Hier bekommt ihr Materialien. Also man soll sich die Materialien halt in den Farmwelten hier erfarmen. Und hier kann man dann in der Freebuild kann man bauen. Nach Herzenslust, wie auch immer. Dann gehen wir mal back. Also das sind diese ganzen Freebuild-Sachen. Und hier ist halt zum Beispiel, hier kann man in der Heide bauen. Hier ist dann, was ist hier? Der Berg. Hier steht zum Beispiel Berg. Was ist das hier denn? Was steht denn hier noch? Rechtsklick ohne Item in der Hand auf den Warp. Was ist das hier denn? Warp Hobbingen. Warp, wenn ihr an einem GS interessiert seid, dann meldet euch. Wichtig, wenn ihr nicht in der Lage seid, euch an das Thema zu halten, dann fragt nicht nach einem GS. Bla bla bla. Hier kann man auf jeden Fall auch nochmal bauen. Sieht zumindest so aus. So, hier geht es dann noch weiter. Hier ist noch Eisspitzen. Da könnt ihr auch Freebuild, also könnt ihr auch selber bauen. Hier ist noch Wald und hier Megateiger. Also hier sind halt all diese ganzen Freebuilds. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade hier irgendwo was vergessen, aber eigentlich müsste das hier sein. Schnee- und Eis-Freebuilds. Also dann die ganzen Schnee- und Eisbiomen. So, wenn wir dann in die zweite Etage hier reinkommen, hier ist der Creative-Server. Lasst deine Fantasie freien Lauf. Wenn ihr hier reingeht, könnt ihr hier im Creative irgendwas machen. Hier seht ihr schon, ich kann fliegen. Und könnt ihr halt sonst was machen. Ihr habt ja auch ein Creative-Item. Inventar, genau. Habt hier auch, könnt euch hier zu verschiedenen Stellen teleportieren und könnt ihr halt dann nach Herzenslust irgendwie was bauen, glaube ich, oder irgendwas halt machen im Creative. Naja, nicht unbedingt irgendwas im Creative machen, glaube ich, aber ich kann jetzt nicht backgehen. Ach ja, weil ich auch in einer komplett neuen Welt bin. Ich will hier raus aus dem Creative. So Leute, ich habe das Video jetzt eh mal ganz kurz gecuttet, weil ich es echt nicht gebacken bekommen habe. Aber ihr müsst einfach, wenn ihr da jetzt gerade wart, müsst ihr einfach in den Chat Main eingeben. Also einfach Main und dann kommt ihr wieder zurück auf den Main-Server. Alter, das ist hier mal mega verbuggt. Also es sieht im Wasser dezent komisch aus. Okay, hier ist auf jeden Fall der Creative-Server.
Und da konnte man auch noch PvP spielen. Ihr müsst euch das alles mal durchlesen. Ich will ja nicht jetzt hier komplett alles zeigen. Ihr könnt euch auch ein bisschen selber was dann zeigen. Oder halt eher selber beibringen sozusagen. Farmbereich, hier findest du alles, was zum Farmen benötigst. Im Nether, Tierpark, End, Baumsand und... Baumsandfarm? Okay, gut. Da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Aber hier sind halt, hier findet ihr den Enderdrachen... Witherkönig, ja gut. Hier sind halt die Farm-Server. Hier könnt ihr dann halt hingehen, könnt euch eure Sachen farmen und könnt die dann in Freebuild verbauen oder sonst wo. Also ist auf jeden Fall ganz cool. Hier sind dann Savanne-Freebuilds noch. Also hier sind noch restliche Freebuilds, die jetzt glaube ich unten nicht hingepasst haben. Dann haben wir hier noch die PvP-Server. Kämpfe gegen andere Spieler. Hier könnt ihr dann halt raufgehen und könnt halt dann... Hier findet ihr PvP-Elemente in reinster Form. Nur das Beste. So, geht ihr mal war PvP-Arena und hier leckt es auch schon wieder nicht. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Hier ist dann meine eigene Ender-Chest und hier könnt ihr dann halt PvP spielen. Hier ist nochmal Warp Team Orange, Warp Team Green. Da könnt ihr dann euch ein eigenes, dann könnt ihr dann glaube ich das Team auswählen. Trank und Goldäpfel sind erlaubt. Porten nur noch im Ausgang möglich. Okay. Helferin, bla bla bla. Okay, gut. Das ist auf jeden Fall die PvP, der PvP-Bereich. Hier waren wir hier gerade. Das war Wüste. Laufe ich jetzt hier gerade? Ne, genau, hier ist noch Wüste Freebuild. Was steht denn hier? Wüsten und Canyon Freebuild. Tut mir leid. Und hier sind jetzt halt noch sonstige Bereiche, wie zum Beispiel einmal die Spielhalle, das Kaufhaus. Hier ist der Creative Server nochmal, ich weiß nicht warum. Hier ist die Mob Arena, da könnt ihr euch dann Mobs erfahren, Spielerstätte. Wir gehen das einmal ganz kurz durch, einmal ganz schnell. Hier sind die Spielerstädte, hier findet ihr nämlich Themenstädte und Städte, die von Spielern gebaut sind. Könnt ihr mal ein bisschen rumgehen und könnt euch mal so ein bisschen dann hier so dann die Städte angucken. Also das ist glaube ich auch gar nicht so schlecht. Hier ist nochmal der Creative Server. Hier sind die Mob, hier ist Mob Arena 1 und Mob Arena 2. Eine Runde kostet einmal Mob Arena Token. Was ist das denn? Ja gut. Oh, da ist ein Creeper. Hi Creeper. Okay, es kostet auf jeden Fall Geld, dass ihr hier mal eine Runde in der Mob Arena steht. Hier ein Dia-Block, dann läuft die Arena gerade. Das sieht auch, das ist auch gut gemacht. Das ist richtig cool gemacht, Leute. Nicht schlecht. Also, wir erklären das aber auch ziemlich gut. So, hier habt ihr das Warp-Kaufhaus. Hier, Ansprechpartner sind die Bereichsleiter. Ansprechpartner, bla, Ansprechpartner. Bitte wendet euch immer. Okay, an die Treppen könnt ihr... Regel pro User darf man nur einen Shop besitzen. Also man kann sich hier auch Shops kaufen. Man darf in einem Shop, man darf in einem anderen Shop keine Kisten aufstellen. Auch nicht im Clan-Shop. Okay. Es gibt anscheinend auch Clans. Ich weiß nicht alles über den Server. So. Dürfen. Okay, die Preise. Also hier kann man halt auch sein. Also das sieht hier ultra cool aus. Okay. Aber hier kann man halt sich auch seinen eigenen Shop machen. Das wird bestimmt auch erklärt, wie man das macht. Und dann gibt es hier noch die Spielehalle. Habe ich vorhin Spielerhalle gesagt, ne? Spieler, ja genau. Nicht. Hier sind nämlich einmal Warp, Jump Game, Jump and Run, Gold Jump. Aber ich weiß nicht, ob es hier vielleicht noch was anderes gibt, weil hier steht Öffnungszeit Sonntag, Dienstags und Donnerstags. Uhrzeit steht nicht. Ihr könnt ja auf jeden Fall sonst auf jeden Fall diese Spiele spielen. Oder ihr könnt ja auch einfach so einen Jump Run machen. Ist auf jeden Fall ganz cool. Hier hinten ist noch, hier findet ihr die Skin Contest Halle. Ist bestimmt auch ganz cool. Hier ist noch Autosplief. Also es gibt ja auch viele Spiele, falls ihr Lust habt, irgendwas zu spielen. Ich komme nicht back. Oh Mann, wieso komme ich nicht back? Da habe ich mich vertippt wohl. Okay, Leute, das war's von dieser Servervorstellung. Dann, die IP habe ich ja hier. Kult. Ich habe es ja reingeschrieben. Kultcraft.de. Ich verlinke das sonst ja auch nochmal irgendwo. Lalala. Server ist momentan auf der 1.8, falls es schon eine neue Version gibt. Die updaten dem Server bestimmt. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Und, ja, der Server ist natürlich wieder ein Online-Server. Man kann nicht mit Cracker joinen. Okay, Leute. Es ist auf jeden Fall immer auch ein Support hier, zum Beispiel, ihr schreibt gerade Supporter Flav2k, falls ihr Fragen habt oder so, ihr könnt glaube ich auch irgendwie so, hier war eben irgendwas mit PE oder sowas, könnt ihr auch so ein Ticket lösen, das steht aber auch immer im Chat drin, notfalls könnt ihr auch einfach so einen Supporter anschreiben, hier, ihr könnt für Fly, indem du votest, man kriegt also wirklich Fly, wenn man votet, wahrscheinlich nur für kurze Zeit. Okay, Leute, das war's jetzt von dieser Servervorstellung. Ich habe mit dem, Rudo Plays Shader diesmal gespielt, weil der Zeus Shader, naja, bei Nacht überbelichtet er manchmal über oder so, also habe ich es lieber gelassen. Das war's jetzt von dieser Servervorstellung. Wenn sie euch gefallen hat und ihr vielleicht auch öfter jetzt noch Servervorstellungen sehen wollt, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schlagt mir auf jeden Fall noch Server vor, die ich vielleicht vorstellen soll, dann gucke ich mal da vorbei, aber schreibt nicht sowas wie, joint auf diesen mit diesem Server, der ist voll cool und so.
dann werde ich die Kommentare ganz einfach löschen, weil das einfach Eigenserver-Werbung ist. Wenn ihr schreibt, boah, stell doch mal diesen Server vor, da spiele ich immer drauf, ist voll cool und so, dann würde ich den schon eher vorstellen, dann lösche ich den Kommentar aber nicht. Also eine Server-Werbung will ich nicht unter meinen Videos und die wird auch direkt als Spam meistens markiert, deswegen hat es auch nicht so wirklich viel Sinn. So eine Vorschläge über Server werden vielleicht auch als Spam markiert, aber die mache ich dann wieder rückgängig und kein Spam mehr, weil ich das einfach will. So Leute, also wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Da mache ich auf jeden Fall öfter Vorstellungen, wenn ich sehe, es gefällt euch einfach, ne? Haut rein, Leute. Ciao.